Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute soll es mal um Dinge gehen, die ich mag und nicht mag an meiner Aprilia RS 660. Speziell ist das auf die gedrosselte Variante. Ich werde dann wahrscheinlich nächstes Jahr dann ein zweites Video machen, wie es das Ganze mit der offenen Variante ist. Kommen wir gleich mal zum ersten positiven Punkt. Ist auf jeden Fall die Optik, also das Motorrad. Sieht schon echt stark aus, vor allem immer zwei Segment. Natürlich, bei den offenen Motorrädern gibt es schon noch geilere Motorräder, aber hier für alles, was man mit dem A2-Führerschein fahren kann, ist das schon echt bombastisch, wie die Optik hier ist. Vor allem auch hier mit der goldenen Gabel, der roten Felge vorne und dann hier überall diese Flaps. Ist alles so zerklüftet, sieht schon echt geil aus. Und auch hier das Heck mit dem 180er Reifen ist schon echt geil. Wenn wir gerade schon beim Aussehen sind, da kommt auch gleich ein negativer Punkt. Und zwar das hier. Keine Ahnung, was sich Aprilia hier gedacht hat, aber jedes Mal, wenn man die Kette macht, spritzt das Kettenfett hier auf den Auspuff die komplette Länge lang. Und das ist bei jeder RS 660 so. Keine Ahnung, warum die das so gebaut haben. Aber das ist auf jeden Fall ein großer negativer Punkt. Weil das kriegt man nicht geputzt. Das passiert jedes Mal. Das ist schon echt nervig. Ein weiterer positiver Punkt ist auf jeden Fall das Cockpit. Hier kann man wirklich alles einstellen. Das ist wie bei einem großen Bike. Man hat ja verschiedene Modi. Den letzten Modi kann man sich selbst konfigurieren. Engine Mapping, Engine Brake, Traktionskontrolle, Wheelie Kontrolle, ABS auch schräglagenabhängig. Also das ist alles schon echt geil gemacht. Und auch das Licht, vor allem das Tagfahrlicht, sieht schon echt böse aus. Die hat auch Kurvenlicht, ist ganz nice, aber ich fahre jetzt nicht so oft bei Dunkeln. Aber ist natürlich nice to have. So, dann schwingen wir uns mal drauf. Und den Rest erzähle ich euch beim Fahren. Als nächsten negativen Punkt muss ich auf jeden Fall die Spiegel nennen, weil ab einer bestimmten Geschwindigkeit, so ab 60 km/h, vibrieren die sehr, sehr stark und man sieht wirklich alles nur noch verschwommen. Also das ist auf jeden Fall nicht so gut gelöst, aber das wird auch natürlich an einem Zweizylinder liegen. Der läuft natürlich sehr unrund. Also ich glaube, da wird noch andere Spiegel nicht groß was ändern. Was allerdings richtig angenehm ist, ist die Sitzposition. Ich bin ja vorher eine KTM Duke 390 gefahren, das ist ein Naked Bike. Da war es echt angenehm drauf zu sitzen. Aber ich muss sagen, ich habe mich echt in die Sitzposition hier verliebt. Man kann richtig sportlich fahren. Der Lenker ist aber nicht zu tief, dass man auch mal längere Strecken fahren kann. Und das verbindet sich natürlich mit dem nächsten positiven Punkt. Die Maschine hier hat auch einen Tempomaten. Sprich, man kann auch mal eine kleine Autobahnetappe fahren. Auch gern längere Strecken, aber wenn man zum Beispiel 50 Kilometer circa zur Hausstrecke fahren muss, dann ist es mit Tempomaten natürlich richtig angenehm. Der funktioniert auch richtig gut, sehr zuverlässig und ist auf jeden Fall nice to have. Auf jeden Fall nochmal zur Sitzposition. Ich bin 1,85 groß und das Motorrad passt für mich eigentlich recht gut. Ich bin vielleicht ein bisschen zu groß für die perfekte Größe, also vielleicht so 1,80 ist die perfekte Größe für das Motorrad. Ich glaube, viel größer als 1,90 darf man nicht sein, weil dann passen die Beine nicht mehr richtig unter den Tank. Aber ansonsten auch vom Kniewinkel und allem ist es ja echt angenehm. Was auf längere Zeit ein bisschen unangenehm wird, ist die Gashand, weil man stützt ja immer mit der Hand auf dem Lenker. Und das ist natürlich bei der Sportler oder Supersportler wird es auf Dauer ein bisschen unangenehm. Aber dann einfach eine Pause machen. Oder wie gesagt, auf längeren Fahrstrecken dann den Tempomaten nutzen. Was auch richtig gut funktioniert, ist der Quickshifter und der Blipper. Also ich würde sagen, so ab
4000 Umdrehungen kann man den Quickshifter nutzen, den Flipper auch darunter. Funktioniert butterweich, dafür, dass es ein Zweizylinder ist. Kann ich überhaupt nichts bemängeln. Wenn man noch nie mit einem Quickshifter oder Flipper gefahren ist, würde ich das auf jeden Fall jedem empfehlen. Der eigentlich größte negative Punkt für mich bei dem Motorrad ist die aktuell verbaute 48 PS Drossel. Das Motorrad ist ja elektronisch gedrosselt und die Drossel funktioniert so, dass das Motorrad im unteren Drehzahlbereich ganz normal die Leistung hat, wie auch die offene Variante. Aber dann so ab 6.000, 7.000 Umdrehungen merkt man richtig, wie das die Leistung abflacht. Und dann hat man ab da also nur noch die 48 PS. Sprich, wenn man hier jetzt dreht und jetzt merkt man hier dieses Loch, muss man dann immer nachschalten, damit man mehr Drehmoment bekommt. Und es ist schon wirklich sehr nervig. Bei anderen gedrosselten Motorrädern, die ich bereits gefahren bin, war die Drossel nicht so. Auch bei anderen elektronisch gedrosselten Bikes, zum Beispiel bin ich mal eine gedrosselte MT09 gefahren. Aber die Drossel butterweich, das Motorrad hat ein bisschen Begrenzer gezogen. Aber mein Motorrad ist ja bald entdrosselt und dann wird das Ganze dann nicht mehr so sein. Deswegen, wenn ihr die Aprilia nur als gedrosseltes Motorrad fahren wollt und schon wisst, dass ihr die danach verkaufen wollt, holt euch lieber ein anderes Motorrad, weil das ist schon echt nervig mit der Drossel. Trotzdem, als weiterer positiver Punkt muss man sagen, die Leistung vom Motorrad ist schon echt nice. Vor allem das Drehmoment untenrum ist richtig krass durch den großen Zweizylinder. Also drückt schon untenrum richtig an. Obenrum fehlt zwar, wie gesagt, die Leistung, aber das ist dann mit bei der offenen Variante nicht mehr so. Was auch noch ein sehr positiver Punkt ist, fahrdynamisch ist die Aprilia wirklich echt gut. Liegt wirklich sehr stabil in der Kurve. Das Fahrwerk ist in meinen Augen richtig gut, ist auch einstellbar. Ich habe es zwar selber jetzt noch nicht eingestellt, weil ich davon ehrlich gesagt keine Ahnung habe und bis jetzt auch noch keine Probleme damit hatte. Vor allem zum Hangoff-Fahren und zum Kneedown ist es recht einfach hier auf der Aprilia. Drückend fahren mit viel Schräglage mag sie nicht so. Da merkt man schon, wie es dann ein bisschen unruhig wird. Ich hatte auch schon einmal das Problem, dass dann das Vorderrad gerutscht ist, weil ich zu sehr gedrückt habe beim Kreisverkehrausgang. Ich würde mal zusammenfassend sagen, dass das mit eines der perfektesten Landstraßenmotorräder ist, wenn man jetzt kein Naked Bike fahren will, sondern eine Sportler, weil es nicht so wie die 1000er oder die 600er, dass man hier die Gänge richtig ausdrehen muss, dass man die Leistung bekommt, sondern hier hat man schon untenrum wirklich ordentlich Drehmoment und ordentlich Leistung. Deswegen kann man die auch wirklich hier auf der Landstraße ausfahren. Ein weiterer negativer Punkt ist die Thematik mit Zubehörauspuff. Und zwar haben wir hier einen Underflow-Auspuff. Hier ist dann der Schalldämpfer und der Cut. Und wenn man jetzt einen Zubehörauspuff will, kann man nicht einfach einen Slip-on kaufen und den ranschnallen. Man braucht entweder eine Komplettanlage oder man baut dieses ganze Teilstück hier ab und braucht dann noch einen zusätzlichen Katalysator. Und das ist alles ziemlich teuer. Also die, ich sag mal, Slip-ons, die hier unten rangehen mit Katalysator, kostet so um die 1000 Euro. Und die Komplettanlagen, zum Beispiel die SC Project, die eigentlich recht nice aussieht, die dann hier einen normalen Endschalldämpfer hat, der an die Fußraste geht, die kosten so 1600 Euro und das ist ohne Montage. Also das ist schon echt krass bei dem Motorrad, deswegen werde ich es bei mir auch standardmäßig lassen, weil der Sound ist eigentlich recht gut. Es kommt viel Sound aus der Airbox. Ist jetzt nicht so ein besonderer Klang, deswegen würde ich es mal so als neutralen Punkt zählen. Es klingt halt wie ein kleiner V4 oder so ein V2 durch den Hubzapfenversatz im Motor. Ja, ist okay. Aber natürlich so ein schreiender Vierzylinder ist in meinen Augen dann noch geiler. Was auch richtig gut geht, ist die Bremse. Wir haben ja
Vorne eine Zweischeiben Brembo-Bremse und hinten eine Einscheiben-Brembo-Bremse. Und wir haben auch hier eine Brembo-radiale Bremspumpe. Und die Bremse ist schon echt nice. Die beißt richtig gut rein, hat richtig gut Bremskraft. Und ich hatte noch nie Probleme mit der Bremse. Die hat immer gut geankert. Richtig nice. Was ein bisschen nervig ist, sind die Hebel. Die sind sehr klobig und sehr lang. Das Problem ist mit Zubehörhebeln. Die sind dann meist hier vorne etwas größer. Und dann schlagen die beim Lenkereinschlag hier an. Deswegen bin ich noch am Suchen nach einem Hebel, der da nicht anschlägt. Man kann natürlich dieses ganze Zeug hier ein Stück nach unten drehen, dann schlägt es nicht mehr an. Dann ändert sich hier aber der Winkel und ich finde ihn so eigentlich ziemlich gut, wie er jetzt ist. Ja, und das waren eigentlich alle positiven und negativen Punkte, die mir jetzt so eingefallen sind. Falls ihr auch einen Aprilia R660 besitzt, gedrosselt oder auch offen, dann schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare, welche Punkte vielleicht noch fehlen, bei welchen Punkten ihr mir nicht zustimmt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder auch ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.